Hallo und willkommen auf dieser Videoplattform. Hier vor der Kamera ein Tagesrucksack, 30 Liter Inhalt, ähnlich dem Berghaus Munro. Es soll sich hier nicht um diesen Rucksack drehen, sondern ausschließlich um das, was hier drinnen verpackt ist. Hier liegt es, das gute Stück. Bevor ich euch diesen Schlafsack näher bringe, der übliche Disclaimer. Hierbei handelt es sich um unbezahlte Werbung, da ich einige Markennamen und Produktbezeichnungen nennen werde. Ich habe dieses Teil allerdings vom eigenen Geld bezahlt und werde für dieses Video in keinster Weise gesponsert. Der Schlafsack hier vor der Kamera, der wurde in Norwegen entwickelt bei Ayungilak. Das ist die Schlafsackabteilung des Bergsportausrüsters Mammut. Ja, er ist absolut expeditions- und wintertauglich. Das Modell nennt sich Tyin MTI 5 Season. Ich denke, mit 4 Jahreszeiten können alle was anfangen. Mit der 5. Jahreszeit wahrscheinlich nur die deutschen Zuschauer, und das Ding ist laut Hersteller auch geeignet für den Fasching offensichtlich. Den Buschkraftern wird sicherlich schon die dezente olivgrüne Farbgebung aufgefallen sein. Der Hersteller bezeichnet dies als Bison. Auffällig ist, dass die Fußbox hier einen anderen Farbton oder Bezugsstoff hat als der Mittelteil. Und hier ist das Ganze wasserabweisend TWR beschichtet. Es fühlt sich auch super robust an. Das Wasser perlt ab und dringt nicht sofort ein. Ja, der Mittelteil hier im Rumpfbereich, das ist nochmals stärker, fühlt sich dicker an, rein haptisch. Hier ist eine PU-Membran eingebaut und leider verschweigt sich der Hersteller über die Materialeigenschaften, wie wasserabweisend und dampfdurchlässig das Ganze ist. Wie dem auch sei, die Bezugsstoffe sind alle super robust. Kein Vergleich mit den Bezugsstoffen, der üblicherweise an den Ultralight-Schlafsäcken verbaut ist. Das hält deutlich mehr aus. Und selbst die Leute, die den Schlafsack gern mal unterm Tarp oder auch ganz ohne Shelter verwenden möchten, kein Problem, würde ich sagen. Kommen wir nun zu ein paar weiteren Details dieses mumienförmigen Winterschlafsacks. Ja, der Kopfbereich, der unterscheidet sich ja signifikant von üblichen Schlafsackdesigns. Auffällig ist dieser ringförmige Wulst hier rund um den Gesichtsbereich. Der Hersteller bezeichnet dies als sogenannten Windbuffel, und das soll eben verhindern, dass die kalte Luft in den Gesichtsbereich vordringen kann. Hier gibt es einen Kurbelzug, damit man das sogar noch enger verschließen kann. Öffnen wir hier mal die zwei Druckknöpfe zur Kapuze und schauen wir mal, wie es hier innen aussieht. Wie sich's für einen ordentlichen Winterschlafsack gehört, ist hier ein dick gefüllter Wärmekragen eingearbeitet. Der lässt sich im Schulterbereich eben zuziehen, damit keine Wärme entweicht. Der Kurbelzug ist hier zu sehen, unterscheidet sich von dem Kapuzenkurbelzug, damit man es eben in der Dunkelheit ertasten und unterscheiden kann. Ja, Druckknopfverschluss ist hier angebracht, und auf der Oberseite gibt es noch eine kleine Tasche eben für Kleinigkeiten wie Stirnlampe oder Handy. Was gibt es zum Reißverschluss zu sagen? Beidseitiger Klemmschutz, der auch gut funktioniert. Hier auf der Innenseite gibt es einen Zipperpull aus Kunstleder und hier oben eben eine Garage für den metallischen Schieber, damit die Haut keinen Kontakt hat, und ja, die Druckknöpfe aus Kunststoff, damit ebenfalls keine Kältebrücken entstehen. Typisch für sehr warme Schlafsäcke ist eben, dass der Reißverschluss nicht komplett bis zum Fußende durchgeht.
Diese hier endet schon nach etwa 85 cm, damit es keine Kältebrücken im Fußbereich gibt. Und selbstverständlich ist der als Zwei-Wege-Reißverschluss ausgeführt und hier gibt es auch eine dieser sehr breiten, gut gefüllten Abdeckleisten, damit es über den Zipper keine Wärme rausdrücken kann. Als Innenbezug ist hier Polyestermaterial eingesetzt worden und dem Einsatzzweck entsprechend deutlich robuster als die Materialien, die normalerweise im Schlafsackbau verwendet werden. Hier im Kopfbereich etwas anderes Material. Ihr werdet den Unterschied wahrscheinlich optisch nicht erkennen, aber es fühlt sich von der Haptik anders an. Ich habe hier das Fußende umgestülpt und ihr werdet sie optisch sicherlich den Unterschied erkennen. Hier in der Fußbox wurde innen wieder mal ein anderer Bezugstoff verwendet und das ist so ziemlich das Robusteste, was ich bis dato hatte an meinen Schlafsäcken. Also ich denke mir, man kann hier auch problemlos mit Hüttenschuhen oder ähnliches einsteigen. Das hält der Stoff sicherlich aus. Ja, kleines Detail am Rande hier, eine Schlaufe zur Befestigung zum Beispiel von einem Inlet. Zur Isolierung kommt hier Synthetikmaterial zum Einsatz. Der Hersteller bezeichnet diese Polyester-Hohlfasern als MTI Endurance. Und hier in der Fußbox sind zum Beispiel 4 Lagen von diesem Material eingebaut. Im Bein- und Rumpfbereich wurden 3 Lagen auf der Oberseite eingesetzt und 2 Lagen auf der Unterseite, um etwas Gewicht zu sparen. Und nach unten zum Boden hin, da schützt ja sowieso eine Isomatte vor der Kälte. Hier im Kopf- und Schulterbereich wurden wiederum 4 Lagen eingesetzt und diesen unterschiedlichen Aufbau, je nach Wärmebedürfnis des Körpers, den bezeichnet der Hersteller als Trinity Construction. Der Hersteller Mammut, der gibt hier einen Temperaturerfahrungswert von minus 25 Grad an. Da muss ich fairerweise sagen, für mein Kälteempfinden oder Wärmebedürfnis ist diese tiefe Temperatur einfach nicht möglich. Zumindest nicht ohne, dass ich zusätzliche warme Bekleidung anziehe. Und ja, ich würde sagen, bis minus 18 Grad ist komfortabler Schlaf möglich mit diesem brachialen Winterteil. Darüber hinaus sind allfällige Tricksereien erforderlich. Ja, mein Twin Five Seasons, der hat nicht etwa einen größeren Zwillingsbruder bekommen. Ihr seht hier eigentlich 3 Schlafsäcke vor der Kamera. Hier rechter Hand der Twin Five Seasons, mit dem wir uns bis jetzt schon befasst haben. Hier im Kapuzenbereich diese 2 Schlaufen. Die gibt es auch bei dieser Kombi. Am 3 Jahreszeiten Schlafsack am Twin Three Seasons. Und die Schlaufen wurden bereits benutzt, damit man hier die Schlafsäcke im Kopfbereich verbindet, also die Außenhülle, das ist der sogenannte Twin Expedition Upgrade, ein Sommer- oder Tropenschlafsack. Ja, das Geniale, das muss ich euch unbedingt zeigen, das ist in der Reißverschlusskonstruktion verborgen. Der Sommerschlafsack, der Twin Expedition Upgrade, der hat nämlich den Reißverschluss doppelt ausgeführt. Und hier lässt sich der Three Seasons einfach einzippen. So hat man eigentlich nur einen einzelnen Reißverschluss zu bedienen. Das funktioniert wie bei einem Einzelschlafsack und ja, den Klemmschutz, die Abdeckleiste, Windbuffel oder den Wärmekragen, den kann man vom Three Seasons Modell mitnutzen. Eigentlich so, wie es konzeptionell für einen Schlafsack vorgesehen ist und es ist toll, dass innerhalb der Twin-Serie diese Kombinationsmöglichkeiten gibt. Und für alle, die einen Kombischlafsack suchen, die sollen sich bitte diese Modelle mal näher ansehen, bevor sie sich auf irgendwelche anderen Kompromisse einlassen. Zum Packmaß. Ihr habt es eingangs ja schon gesehen.
sehr warmer Winterschlafsack, noch dazu mit Kunstfaserfüllung. Das benötigt seinen Platz und die Komprimierbarkeit ist durchaus nicht so optimal wie bei einem Daunenschlafsack. Und das Paket, das hat so wie es hier vor der Kamera ist, 2915 Gramm, also beinahe 3 Kilogramm und das wohlgemerkt bei einer Liegelänge von maximal 180 cm, also die kurze Version. Überdurchschnittlich robuste Materialien, wasserabweisend ausgerüstet, feuchtigkeitsunempfindliche Füllmaterialien. Ja, wo sehe ich den Einsatzzweck für diesen Twin Five Seasons? Überall dort, wo mit sehr tiefen Temperaturen bei feuchten Verhältnissen zu rechnen ist. Die Langlebigkeit, die nehme ich den Hersteller auch durchaus ab. Und der Pflegehinweis sagt waschbar bis 60 Grad. Das ist sicherlich auch ein Novum bei Schlafsäcken. Ich hoffe, meine kleine Vorstellung hat euch gefallen. Zum Schluss bleibt mir nur noch mein Appell. Geht's raus, wenn es wieder erlaubt ist, denn diese Videoplattform ist sicherlich auch noch da, wenn ihr wieder zurücksetzt. In diesem Sinne, ciao und servus.